aber einer wissen. Schlimmer als die letzten 2 Wochen kann das Asylum auch nicht mehr werden. Ach, Basti, denk an die Kohle. Denk einfach nur an die Kohle. Oh no, Hami hört nichts. Ja gut, dann kann ich noch weiter in der Werbung rumwühlen. Ich meine, der neue Job ist ja quasi der alte. Aber was mich jetzt halt maximal abfuckt, ist dann halt wieder so, dass die Übergang halt nicht geklappt hat, obwohl ich mich da wirklich drum bemüht habe. Ja, das ist aber in jeder großen Firma so. Selbst, also in großen, in kleinen, in mittleren, ist es immer die gleiche Scheiße, dass man es nicht gebacken bekommt. Also ich sehe das ja bei uns, wenn irgendwie Leute auch nur in Elternzeit gehen und dann nach 2 Monaten oder so wieder da sind, da funktioniert auch nichts mehr. Das funktioniert bei uns zum Beispiel extrem reibungslos. Tschüss, Angeber. Ja, es sind aber auch extrem viele Frauen beschäftigt, ne? Ich glaube über 50%. Komischerweise sind bei uns eher so die Männer, die in Elternzeit gehen. Gibt's bei uns nicht allzu viele. Männer oder Elternzeit? Sowohl Männer als auch Männer, die Elternzeit haben. Hami? Aber ich krieg natürlich jetzt nicht die ganze Firma mit. So. Ja, ja, klar. Hami, du hast doch so eine Teefallpfanne, ne? Ist die gut? Ich habe genau genommen 3 davon und ich finde die alle gut. Okay. Weil ich habe nämlich eine Pfanne letztens mal weggeschmissen, weil da ging gar nichts mehr. Da ist mir alles angebrannt. Jetzt sehe ich gerade, dass da eine Teefallpfanne im Angebot ist. Das ist halt die Frage, welche ist denn da im Angebot? Die Exzellenz. Das sind die, die ich habe. Ha. Teefall ist auch okay, wenn auch aus Frankreich kommt. Ach, Kaylin. Kaylin meint schon wieder, auch wenn sie französisch sind, sind sie okay. Solange man den nicht in Frankreich abholen geht. So, ich bin auch gleich fertig. Oder ich mach's in der nächsten Pause. So, aber ich habe vernommen, du hörst uns jetzt. Wir hören dich auch. Also alles easy peasy. Let's go! Ich wollte gerade noch total überzeugt machen. Hui, aber da warst du schon weg. Ja, dann mach es jetzt. Hui! Perfekt. So, was haben wir denn? Wir brauchen Salz, 25% Geisteszustand und Bewegungssensor. Alles machbar, denke ich. Nehmen wir mal und das. Und eine Taschenlampe wäre vielleicht ganz cool. Ich hatte halt noch nie eine Teefallpfanne. Ich habe immer nur Pfannen von Aldi oder von Ikea. Wir haben Licht. Hui! Nix. Der Penner sitzt schon wieder im Keller, ey. Der sitzt dir doch immer im Keller. Im Keller oder in der Garage? Hat er da gerade von irgendwas verschoben, ja? Nein, ich habe eine Schublade aufgemacht. Hat jemand eine Foto? Foto? Knochen. Nom 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 nom. Yep. Ja. Hami, geh von dem Bett runter. Ich hab hier in der Richtung 2, 3 gehabt. Ich geh mal eben gucken.
Garage oder... Sie hat das Ouija-Board gefunden. Aber weißt du was? Das passt voll gut, dass wir heute Phasmo spielen. Es ist schließlich Spooktober. Wir haben einen Orb. Es ist der erste Raum im Keller. Das sagt mir das Ouija-Board auch. Das ist toll. Dann bin ich... Ich habe schon gedacht, ich habe direkt wieder... Satami. Scheiße. Okay, ich bin dafür, dass wir kurz rausgehen und uns neu sortieren. Ja, bitte. Was zur Hölle? Ich war noch in dem verkackten Raum und ich bin da nicht rausgekommen. Scheiß die Wand an. Ich bin an jeder Ecke, die hier existiert, hängen geblieben. Fuck. Ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr so früh in der Hand, ne? Nee. Liegt das daran, weil Hami das Ouija-Board hatte? Das kannst du haben. Okay, also Orb haben wir. Es könnte... EMF können wir streichen. Es könnte Dots sein. Fingerabdrücke. Geisterbuch. Geisterbox. Oder Gefriertemperatur. Aber EMF können wir schon mal rauskillen. Ich trinke mal kurz was. Luzi will, dass ich trinke. Fucking hell. Okay, ich würde noch keine Pilche nehmen wollen. Alleine wegen dem Ziel, dann kriegt man auch ein bisschen 25%, ne? Deswegen, wir können unten mal ein Dots-Ding aufhängen. Und eine Kamera. Und, die steht ja schon da vorne. Eine habe ich auf die Treppe geschmissen vor Schreck. Ich guck dann auch mal wegen Fingerabdrücken. Hallo, Hami. Oh Gott, arme Hami. Aber wenigstens ist sie laut am Lachen. Hört man das wenigstens, wenn sie in die Hand geht. Hast du den Dots-Projektor? Nein, ich habe die Dings. Taschenlampe. Ich hol den Dots-Projektor. Okay. Ich glaube, das Licht ist gerade ausgegangen. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ist wieder an. Brauchen wir noch was? Hast du ein Buch? Nee, ich wollte die Taschenlampe jetzt erstmal wieder hinschmeißen. Ich würde jetzt ein Buch mitnehmen. Und die Geisterbox. Okay.
Dann hast du hier ein Buch. Entschuldigung. Arsch gut. Dann nehme ich zwei Dots Projektoren mit. Okay. Ja. Boah, ey, was für ein ekelhafter Geist. Wir hören uns gerade an wie ein Pferd, was hier langläuft. Vorbei. Hallo, Hami. Bist du hier? Wo bist du? Kannst du mich hören? Gefriertemperatur. Okay. Basti? Ja? Ach, ich hab gedacht, du wärst geflogen, weil du läufst bei mir auf der Stelle. Nee, ich bin noch da, ich bin gerade hoch gewesen. Okay, ich hab schon gedacht so, nein, nicht fliegen, bitte. Geisterbuch sprechen? Hm? Bleiben noch Geisterbuch, Fingerabdrücke und Dots, ne? Okay, Buch liegt unten, Dots Projektor hängt. Ja, so ein bisschen. Die ist aber sehr nah dran. Wir haben übrigens noch eine zweite. Ah. Okay. Weiß jetzt aber nicht, wo man ihn besser sieht. Oh, wird schon. Ich hoffe ja, dass es Dots ist, weil dann können wir einfach fahren. Schon okay. Wir können aber Pillchen nehmen. Juhu! Obwohl, das mit dem Salz würde ich vielleicht noch machen wollen. Und Bewegungssensor ist ja auch rucki-zucki gemacht. Das Ding in Camouflage ist der Bewegungssensor, ne? Ja. Okay. Willst du hier weiter beobachten? Dann hänge ich mal die Sachen da unten auf. Okay. Ich schaff das. Im nächsten Spiel, ne? Hami, was machst du da? Hami hat den ganzen Hausrat hier auf die Veranda geräumt. Irgendwie muss sie auf ihre Kosten kommen. Ich weiß nicht, ob sie nicht möchte, dass ich da nochmal reingehe. Es flackert das Licht. Ja, ich stehe noch hier draußen.
Hami, soll ich nicht reingehen? Ach so, Hami wollte sagen, sie wirft mit Sachen. Okay. Okay. Wird vermerkt. Schon eine ganze Weile, Luzi. Direkt beim ersten Hand. Kannst du, wenn du rausgehst, nochmal mit das Licht ausmachen? Okay, ich komme raus. Okay. Ja, Hami, ich hab dich gesehen. Wir haben alle Nebenziele. Boah, ey, was ne Scheiße. Die ist ja mal ultra aggressiv. Und die saugt mich einfach aus wie ein Dementor. Das ist ja unfassbar. Das ist vielleicht ein Hinweis. Dass sie ein Dementor ist? Vielleicht. So, das Ding ist, ich habe bis jetzt nichts auf dem Dots-Projektor gesehen. Okay. Ich würde ansonsten vielleicht jetzt nochmal nach Fingerabdrücken gucken. Ich würde mal warten, wir bleiben jetzt mal auf der Kamera hier. Vielleicht bewegt sie sich im Raum. Ah, das kann natürlich sein. Du hast ja auch was, du hast ja auch ein Buch platziert, ne? Vielleicht kann er halt sagen, ob da was im Buch steht. Hier ist irgendwie was auf dem Boden gewesen. Gefallen, wir haben es gesehen. Steht was im Buch? Wir haben ein Buch. Ja, steht was im Buch. Okay. Das heißt, wir haben einen Revenant. Meine Fresse. Ganz ehrlich, dann hatte ich ja ultra Glück, als ich in dem Raum stand. Ja. Hui. Gut, damit haben wir einen Revenant. Ich bedanke mich für die Mitarbeit. Ich würde sagen, das war ja gerne. Ich auch. Es war sogar... das war eine ganz gute Runde. Ja, zwei Drittel haben überlebt. Hami, ich drücke in 3, 2...
Eins. Ich bin schon drin. Ich habe hier gerade irgendwas von mir aufgehoben. Ist das ein Laptop? Ja, sie schmeißt die ganze Zeit mit dem Laptop. Okay. Basti wollte mich mit dem Kruzifix verjagen. Sag mal, Basti. Also, nichts gegen die Kollegen hier. Boah, ey, was für ein ätzender Geist gerade. Wir hätten da gerade alles reingeschmissen. Ich nicht. Ich auch nicht, das habe ich letztes Mal schon gemacht. Ja, ich weiß, deswegen war ich das jetzt. Du bist nämlich im Van geblieben.